sollte vielleicht auch die Kamera anmachen, aber jetzt bin ich ja da. Die Ausleuchtung ist heute ein bisschen weird, aber wir kommen schon klar, würde ich mal meinen. Also, herzlich willkommen zu meinem God of War Stream. Wir sind irgendwo hier gestrandet, merke ich gerade, wo ich überhaupt keinen Überblick mehr habe, aber wir finden schon einen Weg, wie es weitergeht. und hi, freut mich, dass du da bist. Nein, ich möchte das Spiel jetzt nicht speichern, weil ich es gerade geladen habe. Hier sind Kisten und ich bin gerade überlegen, wie ich da hinkomme, aber wahrscheinlich ganz woanders. Spiel einfach mal weiter. Ich habe jetzt gerade nicht so großes Interesse, ein Recap zu geben. Ich weiß gar nicht, ob bei Twitch gerade auch richtig drin steht, dass ich God of War spiele. Ich glaube, das muss ich... Alter Schwede. Es hat sich aufgehängt. Das liegt an der PlayStation, das liegt nicht an mir. Ich wollte nur kurz Pause drücken. Kleinen Moment eben. Muss das mal kurz checken. Wenn ich meine Docs finde. Infos. Ja, schau mal, da steht drin, dass ich Skyrim spiele. Das ist ja schon mal völlig verkehrt. Wir spielen natürlich God of War. Muss man jetzt mal kurz mit zurechtkommen, dass ich hier noch Kram mache. Epische Hintergrundmusik. Ich muss das nur mal richtig anpassen, das funktioniert ja so nicht. Das ist erstmal ein dritter God of War Stream, was ist denn da los? So, wir spielen nicht Skyrim. Aber an alles gedacht, nur nicht daran. So. Und fertig. Ich hoffe, der Stream Key ist jetzt aktualisiert. Ich werde selber noch mal eben live checken. Ich bin voll der Noob. Das ist okay. Ja, tatsächlich. Alles korrekt. Gut, dann kann es ja jetzt weitergehen. Sorry wegen der Unterbrechung. Okay, zurück und los geht's. Ich hab wieder vergessen, wie man dieses Spiel spielt. Oh, 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 oh. Ein bisschen Kacke hier auf dem Weg. Bei der HP passiert. Autsch. Kommen hier eigentlich alle her? Wir hatten da eine Tür aufgemacht. Oh, da sind noch mehr. Oh cool, man konnte die Wand zum Einstürzen bringen. Das ist ja mega. Schöne Details. Hui. Kratos hat es wieder nicht einfach bei mir. So.
Ich suche gerade die Taste, Moment. Absicht. Okay. Muss ja noch mehr zum kaputt machen. Nee, schade. Okay. Geh mal weiter. Kommen sowieso gleich wieder neue. Lädt. Tempel des Orakels. Ja, sehr schön. So, bisschen Mana. Bisschen Healing. Oh, ein Cutscene. Wie ich hab ihn hasse. Die fliegen uns im Nerv. Wer mag Harpien? Und dann auch noch eine Gorgone. Au. Wie ging das nochmal? Ah ja. Reißen wir den Kopf ab. Jawohl. Lass den Zorn der Götter deine Klinge treiben, Kratos. Ja, gerade nicht. Ich wollte eigentlich die greifen. Yes. Noch mehr. Komm her, ey. Wie Gänseblümchen. Ich glaube, das wäre geschafft. Fürs Erste. Gut, mein Junge. Gut. Bist du denn? Die Wahl war weise. Ich hab's gewusst. Wer bist du? Du besitzt die Klingen und bist blass wie der Mond. Du bist es wirklich. Vielleicht kann Athenia überleben. Aber pass auf, stirb nicht, bevor ich das Grab fertig habe. What? Ein Grab? Mitten in der Schlacht? Für wen ist es, alter Mann? Für dich, mein Sohn. Oh, ich muss noch viel graben. Mit der Zeit wird sich alles klären. Und wenn alles verloren scheint, Kratos, bin ich da und helfe. Ich bin mir da nicht so sicher. Der ist ein bisschen fishy. Ich gehe trotzdem schon mal Probe liegen. Nein, natürlich nicht. Jetzt gucken wir erstmal, was es hier noch Schönes gibt. Falls es etwas gibt. Solche alten Spiele sind einfach eine große Fläche und nichts da. Aber ich erkunde doch so gerne. Oh, man kann hier speichern. Fabulös. Okay. Ja, was Cooles drin?
Noch eine Phönixfeder, perfekt. Hier? Hier hoffentlich ein Gorgonenauge. Yes. Okay. Gucken wir mal, ob wir das Orakel gerettet kriegen. Oder auch nicht, je nachdem. Vielleicht möchte sie ja gar nicht gerettet werden. Sehen die hässlich aus? Was ist denn hier Feines? Okay. Erstmal Gegner bleiben. Erstmal das Wichtige. Los, Kratos. Mach sie alle. Kann ja auch einfach mal den Zorn der Götter rauslassen. Muss ich nur noch treffen, ne? Jetzt fliegen. Yeah, yeah. Mag Dinge nicht, die fliegen. Die kann man so schlecht treffen. Ich sag's ja, wie Gänseblümchen. Kommt immer wieder. Ja, hi, danke. Ja, das ist wirklich Retro. Das ist God of War Retro. Und Dankeschön. Auch einen schönen Abend. Ich frage mich gerade, ob das eine endlose Welle ist. Es hört einfach nicht auf. Ja, da kam schon wieder einer aus der Ecke. Okay, dann muss ich wahrscheinlich erstmal hier einen Weg finden. Ich meine, die sind ja... Die sind zwar nervig, aber nicht so nervig. Erstmal Healing. Und dann gucken wir mal, was hier noch ist. Hier ist nichts. Ich hab schon gesehen, dass da noch mehr rauskommen. Muss ich ja rein vielleicht. Gucken wir mal. Ne, es ist nur ein Spawnpunkt für Gegner. Okay. Ich glaube ja, dass ich hier diese Tür irgendwie öffnen muss. Wer hätte es gedacht? Bisschen die Mucki spielen lassen. War ich das? Habe ich das gerade einstürzen lassen? Falls ja, hups. Okay. Ich schätze mal, ich muss hier drüber. Das hat nicht so gut geklappt. Ist hier noch irgendwas? Aha! Gucke mal da! Hab ich was gefunden? Dann lesen wir die Mana-Kiste. Die andere lasse ich mal. Ich meine, ich bin ja relativ voll. Hau ab! Und nochmal hoch. Weil es so schön war. Ihr Nerv. Ups.
Kratos begruben? Nein! Das sind so bitchige Viecher. Weiß nicht, irgendwelche Bodengegner sein können? Was zum Fick, ey. So, und jetzt lass mich mal eben hier rüber gehen. Oh, sure. Ah! Mit diesen Harpienangriffen schaffe ich es nie hinüber. Wer hätt's gedacht? Kann man das irgendwie sealen oder so? Das nervt mich. Außer ich stelle mich nicht so blöd an, aber das ist auch immer leichter gesagt als getan. Ah, ich probier's nochmal. Danke dir, dann auch einen schönen Abend. Schön, dass du kurz da warst. Es ist ein bisschen doof, dass ich hier nicht auf dem Ding angreifen kann. Okay, da geht's schon mal nicht lang. Ja, no shit, ich weiß, dass du HP rauskommst. Frage ist, wo kommen die alle her? Aber sowas sollte man ein Videospiel sowieso nie fragen. Die sind halt einfach da. Krieg schon gar keine Punkte mehr für die. Das ist wirklich nur noch Beschäftigungstherapie. Okay, jetzt nehme ich mal kurz diese Kiste. Bitte grün. Autsch. Also rein kommt man nicht. Kommen nur ständig irgendwelche raus. Und sobald ich hochgehe, greifen sie, ja, an. Logisch. Ja, das war jetzt mein Fehler. Ich sehe halt aber auch nichts. Kein Mechanismus oder ähnliches, wie man irgendwie das, ja, eindämmen könnte. Der war gut. Ich denke nicht, dass das irgendwas gebracht hat. Ich könnte versuchen, sie zu versteinern. Aber ich habe nicht mehr so viel Magie. Ja, mal gucken. Wow. Wieder hoch. Bei diesen Harpienangriffen schaffe ich es nie hinüber. Oh Mann.
Ja, vielleicht. Denkst du dir auch so, ja, klopfst du dich ein bisschen durch, aber nein. Du klopfst dich hier nicht einfach nur durch. Wie ist das so? Ich war ein Stück weiter als vorhin. Es sind immer 4 bis 5, wenn ich das richtig sehe. Guess what? Ich weiß, dass da neue rauskommen. Vielleicht kann ich ja. Autsch. Wer produziert denn so viele Harpien? Ich sterb noch, wenn es so weitergeht. Oh Mann. Wenn alle Stricke reißen, muss ich erstmal gucken, wie das geht. Das ist echt viel zu anstrengend, einfach nicht irgendwie weiterzukommen. Und da fällt auch immer noch runter. Okay, okay. Ich schaue jetzt mal nach. Irgendwie muss das ja gehen. Was haben wir denn gefunden? Oh, es ist wohl sehr leicht, also dann probieren wir das doch mal. Man kann diese Statuen wohl einfach vor die Löcher schieben. Ich meine, ja, das ist. Hört auf, mir weh zu tun. Daher auch der Hint wahrscheinlich, dass die durch die Löcher kommen. Alte Spiele und so. Sind nicht ganz so einfach. Zack. Piss dich! Ich muss hier eine Statue schieben, hoch ab. Wer hat das designt? Das ist super nervig. Ist ja nicht so, als ob er jetzt super schnell schieben könnte. Aua. Nein, einen Crack habe ich fast. Dann habe ich, glaube ich, zumindest die Hälfte runter. Aua. So. Und kurz killen. Boah, ich habe die ganzen Boxen schon aufgemacht. Und meine Health Bar ist einfach so low. Okay, da kommt keine mehr. Jetzt funktioniert, es funktioniert. Ja, ja. Fantastisch. Oh, es gibt Gummikratos. Oh, ab. Blödes Federvieh. Hat er nicht mal Federn? Thank you.
Ja, ja, ich bin dabei, ich bin dabei. Oh Gott. Okay. Das sollte es jetzt gewesen sein. Hoffe ich. Ja, hier ist noch einer. Dein letztes Stündlein hat geschlagen. Mensch. Wahnsinn, dieses Spiel. Okay, hier oben sich noch eine verirrt oder so? Ne, gut. Dann kann ich ja jetzt in Ruhe hier rüber balancieren. Nochmal hier lang. Of course! Ja, klar. Das hält doch so nicht mehr. Tragende Balken und so. Zero Gravity. Wow, 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 wow. Hoch mit dir. Ja, wird dann der hier sein? Ja, der sieht gut aus. Gott, Gott, oh Gott. Hört ihr auch den Herzschlag? Jesus. Ah. Ist rüber geschafft. Erstmal speichern. Wow. Erstmal einen Schluck trinken. Alright. Ja, kreischt nur weiter. Ich laufe jetzt. Oh. Geht direkt weiter hier. Nice. Wow. Gut, weiter geht's. Was hat sich der Kriegsgott da eigentlich gedacht? Oh, ich bin so eine ganze Armee von Zombies und lass die einfach hier durch die Gänge latschen. What the fuck? Bist du tot? Nee. Jetzt bist du tot. Das war interessant, okay. Wollte ich nur gucken, ob da irgendwie ein Loch in die Wand zu machen ist oder so. Okay. Kratos! Kratos! Oh mein Gott! Jetzt hänge ich an einem Seil. Wie einfach immer so unbeteiligt dasteht, das ist so witzig. Okay, hier kann man auch wieder ein bisschen Statuen durch die Gegend schieben. Wird wahrscheinlich wieder einen Sinn haben. Ist dahinter irgendwas versteckt? Leider nein. Und hier? Leider auch nicht. Okay, dann gucken wir mal eben. Wow. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich glaube, hier muss ich noch nicht hin, oder? Hauen wir mal wieder hoch. Kratos, schnell! Meinst du nicht, dass du das noch länger aushältst?
Aber gut, wir wollen ja mal nicht so sein. Schieben wir mal so ein Ding. Zack. Was machst du denn? Ich bin hier oben. Autsch. Was machst du denn? Ich bin hier oben, ich weiß. Was meinst du, was ich vorhabe? Shit. Das war fast richtig. Nochmal hochfahren. Ja, so viel Muckis hat die, so lange kann die sich festhalten. Kratos, hol mich runter! Hab ich vor. Kann ich da irgendwie festhalten? Nee. Mal kurz hier gucken. Auf der Tür ist ein Schloss mit dem Symbol des Orakels. Nur das Orakel von Athen kann diese Tür öffnen. Wer hätte es gedacht? Kann ich da hoch? Ja. Nehmen wir eben die Kiste. Ich weiß. Ah, okay. Hilf mir, Kratos, bitte! Lass dich doch einfach ab. Nee, ich brauche das Orakel, ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss diese Statuen da hinstellen. Lass mal noch kurz umgucken. Kann man was kaputt machen? Perfekt. Ein Gorgono. Nehme ich gerne. Ist hier noch was? In moderneren Spielen wäre das jetzt wahrscheinlich time-intensive und dann würde sie wahrscheinlich irgendwann runterfallen. Ja, wir kommen zurück, auch an mich selber, weil ich war kurz weg. Glaube ich. Zumindest hat OBS hier irgendwie neu gestartet. Aber schön, dass du noch da bist. Kratos, finde einen Weg zu mir hinauf. Ja, was mache ich denn, Madame? Orakel, ne? So, durch hier hoch. Ich gebe doch schon mein Bestes. Nicht gut genug. Hep und hep. Und kraxeln. Mal aufhören, will hier rumzuschreien. Ah, Zähne. Ich rutsche. Beeil dich. Ich kann dir helfen. Wir können Athen retten. Aber du musst dich beeilen. Ich habe gerade so einen ganz witzigen Prince of Persia-Moment. Da haben die auch immer. Erstmal den Raum gezeigt und wo man lang soll. Das fand ich auch immer ganz witzig. Gut, klettern Sie an den Mauerrand und springen Sie mit X. Oh Gott, jetzt ist es time intensive. Bitte, lass mich nicht fallen. Gib mir Mühe. Oh, das war zu früh abgesprungen. Ich glaube, sie ist tot. Neustart, letzter Kontrollpunkt. Na, Gott sei Dank ist der hier. Ich kann nicht schneller. Ich muss ja auch warten, dass ich hier nicht abgerätselt werde. Ich lass dich nicht fallen, du lässt dich selber fallen. Oh, ich bin wieder nett. Ist jetzt auch nicht gerade der schnellste beim Klettern, ne? Hilf mir, Kratos, bitte! Ich komm ja!
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und damit leitete Kratos die Ereignisse ein, die zu seinem Niedergang führten. What? Kratos, wie es Athene voraussah. Aber du bist spät. Vielleicht zu spät, um Athen zu retten. Oder kommst du, um Athen zu retten? Nein, ich kann. Wir dürfen nicht aufhören. Und als das Orakel in seine Seele blickte, sah sie sowohl Bestie als auch Mann. Einst Hauptmann der Armee Spartas, begann Kratos mit nur 50 Soldaten. Doch bald schon scharte er Tausende um sich. Sein Vorgehen war brutal, aber wirksam. Trunken vor Macht, von allen gefürchtet, fast allen. Allein sein Weib hielt seinem Zorn stand. Wie viel ist genug, Kratos? Wann wird es enden? Wenn der Ruhm Spartas in der ganzen Welt erklingt. Der Ruhm Spartas. Du tust es doch nur für dich. Sein Verlangen zu erobern war grenzenlos. Doch was er verlangte, sollte ihn am Ende verzehren. Bei den Göttern, warum schickt Athene einen wie dich? Bleib aus meinem Kopf! Wähle deine Feinde weise, Kratos. Mit roher Kraft allein kannst du Ares nicht zerstören. Es gibt nur eine Waffe, mit der du einen Gott töten kannst. Die Büchse der Pandora, fern der Mauern Athens, verborgen von den Göttern jenseits der Wüste im Osten. Aber sei gewarnt, Kratos. Viele machten sich auf die Suche nach ihr. Keiner kehrte zurück. Ups. Kann ich nochmal anquatschen? Gehe durch die Tore in die Wüste, Kratos. Dort beginnt der Pfad zur Büchse der Pandora. Nur so kannst du Ares besiegen und Athen retten. Okay, dann machen wir das mal, ne? Kann ich noch speichern vorher? Jawohl. Machen wir mal. Man merke an, es ist immer noch der 3. März 2000. Ja, nee, das habe ich immer noch nicht umgestellt. Aber ist ja auch nicht so wichtig. Okay. Wo geht's lang? Hier ist ein Weg. Das sieht schon aus wie der richtige Weg. Das sieht auch aus wie der richtige Weg. Ja, mein Gott, wo muss ich denn lang? Hier geht's nicht weiter. Ich gehe erstmal da hoch. Mal gucken, was da noch so ist. Auf dem Berg. Zickzack laufen für Fortgeschrittene. Nichts. Nope. Da ist eine Kiste. Das ist schon mal fein. Nehme ich. So. Eine Athene-Statue. Sie antwortet nicht auf ihre Gebete. Hm. Ein seltsames Monument. Sie kennen weder Bedeutung noch Zweck. Ach stimmt, dieses Spiel siezt mich an. Ja. Okay, dann kann ich hier erstmal nichts weiter machen, ne? Wie sie hier stehen, beschleicht sie eine Vorahnung, als ob ihr Schicksal mit diesem Vorsprung verbunden wäre. Hm. Als müsste ich da runterspringen.
Vielleicht später. Jetzt gehen wir erstmal wieder zurück, weil irgendwie ist ja hier nichts weiter. Oh, dass ich nicht abkürzen kann. Oh doch, ich kann abkürzen. Und wer hat eigentlich gesagt, dass ich bete? So, nochmal speichern. Wie heißt das? Selbstmordklippen. Eia. Weißt du Bescheid. Okay, dann laufen wir mal über das Schwert. Oh Gott. Da könnte einem ja schwindelig werden, aber naja. Noch was gefunden. Noch eine Phönixfeder. Beautiful. Die Kanalisation Athens. Das klang. Mach mal voll. Ich wollte ihn gerade looten, aber das hier ist nicht Skyrim. Bist du tot? Du bist tot. Da sind sie ja wieder. Eieiei. Oh Gott, Bogenschützen. Ich hasse sie. Ich hatte doch diesen... Wow. Einen coolen Blitz von Zeus. Gut, dann kann ich mir hier noch eben ein bisschen Leben wieder zurückholen. Kann ich mit dem... Oh Gott, noch mehr! Oh, wie hat das denn funktioniert? Ja, mach mal eben. Ja, ein bisschen nervig gerade. Gut. Wie komme ich denn da hoch? Da ist eine Kiste. Ah ja. Er kann hoch genug springen. Sehr schön. Und weiter. Oh, du hast ja riesigen Hammer. Ein bisschen Poseidon hier spielen lassen. Weggerollt. Autschi.
ein brennendes Schwert in den Rachen zu kriegen, kann, glaube ich, schon ordentlich wehtun. Hui. Was ist das? Ach so. Mein Mana reicht nicht für Poseidon. Oh mein Gott, Entschuldigung. Der kam unvermittelt. Was ist das? Ey! Wollt diese Kiste öffnen? Jetzt aber Kiste. Brauch gerade nicht, aber vielleicht kann ich zurückgehen, falls ich gleich noch ein bisschen AP oder Magiepunkte brauche. Man kann mal gucken, ob ich was leveln kann. Das wäre doch schön. Jetzt haben wir ja noch einiges an Punkten gesammelt. So, die brauchen nur noch 253. Also, let's go. Jawohl. Chaosklingen, Stufe 3, neue Bewegung. Zyklon des Chaos in der Luft. Geist des Herkules, Mut des Herkules und Hades Rache. Das klingt gut. Hades Rache, das gefällt mir. Hey, gucken wir mal, wie das reinzischt. Dann haben wir das auf Stufe 2, das ist Stufe 1. Aber ich will diesen Blitz hier, glaube ich, noch ableveln. Gib mal ein bisschen Gas hier. Stufe 2, Zorn des Zeus. Neue Fähigkeiten. Stärkerer Angriff, Macht des Zeus, L2 halten und Dreieck halten. Ladungsangriff. Das ist auch nicht schlecht. Okay. Ja, den Rest sammeln wir natürlich wieder. Wir sind ja noch nicht fertig. Oha. Du bist groß. Das hat nicht so gut geklappt. Au, 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 au. Hey. Soll das? Baller. Da bin ich wohl hingefallen.
Spiel hat sich schon wieder aufgehängt. Oh Mann. Hoffentlich ist das kein Dauerzustand. Das ist, ja, das ist ein bisschen nervig. Das ist das Problem, wenn man mit Original-Hardware spielt. Man weiß nie, ob es noch gut funktioniert, weil es ist schon wirklich sehr alt. Na! Verdammt! Mit falschen gezeigt. Ach ja, cool. Ich habe ja neue Angriffe, genau. Und bin irgendwie zu blöd dafür. Ja! Komm schon. Gib mir ein bisschen HP zurück. Ich will die ganze Zeit schon diese Kiste aufmachen, aber ja, guess what? Komm nicht dazu. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich gehe noch mal fix zurück. Da waren ja noch zwei andere Kisten. Also fix ist relativ. So schnell wie er halt kann. Genau. So, noch ein bisschen Mana auffüllen. Und schon kann es weitergehen. Ja, ich gehe einfach mal hoch. Sehr nett, dass hier jetzt Leitern sind. Finde den neuen Move echt cool. Pirette. Wir waren da gespawnt. Mir fällt immer auf bei so Videospielen, also gerade in so Action-Adventure, irgendwie gibt es immer eine Kanalisation. Und ich habe mich gefragt, warum? Was ist das für ein Ding? Ich meine, ich habe nichts dagegen, da gibt es auch immer meistens hässliche Gegner und sowas, aber warum ist das ein Ding? Oh, nochmal voll. Und wieder eine Wendeltreppe. Damit kann man jemanden hypnotisieren.
Oha. Das sieht ganz nach der Oberfläche aus. Die Straße nach Athen. War ich da nicht schon mal? Hm, vielleicht auf der anderen Seite. Ich meine, ist ja ein bisschen broken. Schön, wenn man hier aufs Schlachtfeld gucken kann. Wir speichern natürlich. Yeah. Fordernd. Aber was erwartet man von diesem Spiel? Da ist er ja wieder. Unser Kriegsgott. Ist egal, wo ich runtergehe. Irgendwie sieht das hier aus wie weiter. Ich gehe mal den anderen Weg noch runter. Oh, da geht's weiter. Kennt man ja, wenn man das Gefühl hat, man verpasst irgendwas und dann geht man halt einen anderen Weg. Na, ich glaube, das ist der richtige Weg. Ich gehe nochmal zurück. oh je. Ein schönes Panorama. Also so schön, wie es für diese Grafik angemessen ist. Ist wahrscheinlich einfach gar nichts. Das ist einfach nur ein Dead End ohne irgendwelche versteckten Items. Na gut. Dann gehen wir jetzt den vermeintlich richtigen Weg. Hat ja Kondition, der Junge, ne? Kann man ja mal machen. Was ist denn das für eine Perspektive, ey? Jawohl, noch ein Gorgonenauge. Irgendwas kaputt machen? Schade. Dann weiter. Brauche ich nicht. Wüste der verlorenen Seelen. Ah. Das ist immer praktisch, wenn man Explorer ist. Noch eins. Auf der anderen Seite auch was? Schade, okay. Okay. Mal sehen, was die Wüste der verlorenen Seelen für mich bereithält. Einen langen Weg. Einen langen, pixeligen Weg. Kratos. Die vor dir liegende Reise ist gefährlich, doch du musst sie bewältigen, wenn du Athen retten willst. Das Orakel sprach von Pandoras Büchse. Existiert sie wirklich? Ja. Sie ist die mächtigste Waffe, die ein Mensch einsetzen kann. Und mit ihr könnte ich Ares besiegen. Die Büchse ermöglicht vieles. Darum ist sie gut versteckt. Weit jenseits der Wüste, der verlorenen Seelen. Es gibt einen sicheren Weg durch den tödlichen Sand. Doch nur jene finden ihn, die das Lied der Sirenen hören und ihm folgen. Finde die Sirenen, Kratos. Nur sie führen dich zu Kronos, dem Titan. Ein Titan lebt? Kronos ist der Letzte. Zeus verbannte ihn auf ewig in die Wüste. Den Tempel der Pandora auf den Rücken gekettet, bis der tosende Sand ihm das Fleisch von den Knochen fetzt. Folge dem Lied der Sirenen, Kratos. Hier beginnt die Reise.
Möge sie dich nach Athen führen, mit der Büchse der Pandora. Aber ich dachte, dem Gesang der Sirenen soll man nicht folgen. Finde und töte sie alle. Dann öffnet sich dir der Pfad durch den Todessand. Weil Sirenen sind doch eigentlich böse. Möchte man meinen. Folge dem Lied der Sirenen, Kratos. Okay, sag nochmal das Gleiche. Dann latschen wir mal los. Das ist jetzt aber nicht hier so Open Worldy, oder? Oh Gott. Na dann hören wir mal ganz genau hin. Ich höre sehr viel Wind. Jetzt wäre eine Karte nicht schlecht. Was hier? Schon lange nichts mehr kaputt gemacht. Ah, eine Kiste. Schön. Ich wette, man kann sich hier super verlaufen. Okay, es gibt eine Begrenzung. Gott sei Dank. Ich höre was, ich höre was, ich höre was. Ich höre Gesänge. Dann sind wir hier nicht ganz so verkehrt. Oh Gott, ey, ich sehe noch aus wie Schlangen. Okay. Die drei Kerben der Sternbildgravur an der Tür zeigen die Sternposition. Okay. Okay, jetzt gerade nichts mit anfangen. So auf den ersten Blick. Sorry, hier war gerade irgendwie wieder komisch. Alles gut. Kann mit dir reden? Um passieren zu dürfen, musst du die letzten drei Sirenen finden und töten. Okay. Eine war hier gerade. Wo ist sie hingegangen? Sie ist selber weggelaufen. Ah, hier. Lass dich töten. Oh man. War nicht nah genug dran, schade. Boah, sie ist schnell. Einfach mal den Kopf abgerissen. Um passieren zu dürfen, musst du die letzten zwei Sirenen finden und töten. Ja, und dann auch noch die letzte, wenn ich die zweite habe. Na, gucken wir mal. Wo hier gleich weiter gesungen wird. Holen wir erstmal ein bisschen Magiepunkte zurück. Geht's nicht weiter? Wenn der Sandsturm nicht so heftig wäre. Das ist echt schlecht zu sehen. Liegt aber bestimmt auch an meinem HD-Fernseher und die Qualität ist 480. Ich höre was, ich höre was. Eine coole Kiste.
Hallo? Hallo? Wo ist die Alte? Da! Du! Oh Gott, sind ja auch gleich noch andere Gegner mit. Nicht weglaufen, nicht weglaufen! Goddammit. Hier geblieben. Hör auf zu singen. Okay, das war Nummer 2. Um passieren zu dürfen, musst du die letzte Sirene finden und töten. Krieg ich hin. Müssen die lustigen Wölfe hier noch töten. Lass den Zorn der Götter deine Klingen treiben, Kratos. Ah, gerade nicht. Das geht so in den Daumen, ne? Huiuiui. So. Wo ist die letzte, Madame? Das ist der Anfang. Sehr gut. Hier ist auch sonst nichts weiter, glaube ich. Also ich habe von hier auch vorhin nichts gehört. Geh ich nochmal zurück. Nur mal gucken. Das ist so schlimm, sieht alles gleich aus. War ich hier schon mal? Ich glaube schon, hier ist diese Platte. Vielleicht ist sie ja irgendwo in der Mitte. Ah, Gesang, Gesang. Ja. Ah, da, ich sehe sie, ich sehe sie. Hier geblieben. Dich. Autsch. Aua. Ich hab keine Lust, dass ich schon wieder abhaut hier. Noch um die kleinen Minotauren da kümmern und dann. Die Wüstensirenen wurden vernichtet, Kratos. Dein Pfad
liegt nun frei. Gott sei Dank. Hoppala. Autschi. Schade. Oh, das war keine gute Idee. Okay. Wir gucken, dass wir das Ding jetzt wieder finden. Man weiß ja nie. Jawohl, hier ist es. Da können wir speichern. Fabelhaft. Erstmal Kisten aufmachen. Und anderen Shit kaputt machen. Kennt man ja. So, wir speichern sehr gerne. Gucken, wo wir da noch hinkommen. Okay. Nicht da runter? Oh, das sieht gefährlich aus. Was haben wir denn hier? Ah, das kann ich rausziehen. Da kann ich das Ding damit wahrscheinlich verkeilen. What? Und hier denn hier? Die Zeit für anderes hier. Ist hinten noch irgendwas? Nein, nur die Wand. Ich helfe mal ein bisschen nach. Uff, der geht einfach kaputt. Das ist witzig. Und danach spawnt ein neuer. Ha. Okay. So, mal gucken. Irgendwie da voll machen. Ach, kommt schon. Vielleicht drauf springen und dann drüber hopsen oder so. Mal gucken. Aber das ist einfach nur gefährlich. Wie soll denn das gehen? Boah. Nee. Ha. Nicht so. Oder auf der anderen Seite. Ich habe gesehen, dass es da hoch geht. Halt mich doch nicht immer fest. Könnte natürlich auch sein, dann müsste ich jetzt aber gegen das Ding hier schieben. Das ist ja ätzend. Probieren wir es mal. Ich finde die Rätsel nicht so intuitiv in dem Spiel. Kann man mal machen, aber naja. Ist ja auch nichts dabei. Use you. Hau ab.
Noch einer. Wenn euretwegen der Stein kaputt geht, ja, dann bin ich sauer. Piss dich. Bin wieder sehr nett zu den Gegnern. Ja, ich bin fast da. Okay, halt fest und los. Hat funktioniert. Fantastisch. Und wieder ein bisschen liften. Oh je, was ist das denn? Die Götter befehlen dem Pathos Verdes III. Einen Tempel für die mächtige Waffe der Erde und des Olymps zu berauben. Erbauen, nicht berauben. Und hier? Das größte architektonische Werk der Welt. Der mächtige Titan Kronos ist bezwungen und trägt den Tempel der Pandora an seinen Rücken gekettet. Nicht gerettet. Mein Gott. Lesen. Okay. Blasen wir mal das Rohr an. Das ist episch. Das ist richtig episch. Sehr schön, ein paar Kisten. Aber ich bin voll. Brauche ich nicht. Noch ein Horn. Mal sehen, was jetzt passiert. Weg ist es. Natürlich. Die haben aber große Münder. Oh mein Gott. Kommt die auf einmal wieder her? So geht's auch. Vielleicht sind es auch einfach noch mehr Sirenenschwestern. Würde mich nicht wundern. Aua. Ah, fuck. Oh, wie viele sind das denn? Am nervigsten ist es, dass sie so schnell sind. Das ist so herrlich. Stirb, Bitch. Vorerst. Zorn ist wieder da. Juhu. Ja, zwei.
Da ist er. Kronos, der letzte mächtige Titan, stieg aus dem Wüstensand empor. Auf seinem Rücken wartete der gewaltige Tempel der Pandora geduldig darauf, alle herauszufordern, die seinen verborgenen Schatz suchten. Die eine große Nase. Aber kleine Ohren. Natürlich Kratos. So funktioniert das. Drei Tage lang erklomm Kratos die steilen Berghänge. Er wusste, er würde entweder Pandoras Büchse finden oder in dem verfluchten Tempel sterben und die Welt der Menschen nie wiedersehen. Drei Tage. Der hat echt krasse Ausdauer. Okay. Wir sind da. Wir speichern. Oder auch nicht. Doch. So. Und weil ich finde, dass das gerade ein guter Umbruch ist, würde ich sagen, mache ich hier für heute auch erstmal Pause. Ich werde mir noch ein Power-Up holen. Dafür brauche ich sehr viel. Das finde ich ziemlich cool, deswegen mache ich das weiter. Okay. Und dann beim nächsten Mal, nächsten Montag, so, das wollte ich sagen, machen wir hier weiter mit dem Tempel der Pandora. Ich finde, es verdient so seinen eigenen Stellenwert. Ich glaube, das kann man dann gut an einem Stück machen, zumindest reinzukommen erstmal. Ja, cool. Also, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen bis hierhin. Freue mich schon aufs nächste Mal Sonntag. Ne, diesen Sonntag nicht, aber nächsten Montag auf jeden Fall wieder God of War. Weil das ist einfach nur, es ist cool. Es kann frustrierend sein, aber es ist sehr cool, ja. Jedenfalls vielen Dank fürs Zuschauen und freue mich aufs nächste Mal. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend und später eine gute Nacht. Bis dann. Tschüss.